In diesem Video zeige ich dir die Anfangsschlinge, die man unter anderem zum Häkeln und zum Stricken braucht. Diese Anfangsschlinge wird auch Zauberknoten genannt. Ich lege das Garn vor mich auf den Tisch, dann nehme ich den Fadenanfang und lege mit dem Faden eine Schlinge. Die Schlinge lege ich anschließend auf den Faden in Richtung der Garnrolle. Nun halte ich mit einer Hand den Fadenanfang und mit der anderen Hand ziehe ich am Faden, der unter der Schlinge liegt. So entsteht die Anfangsschlinge. Man nennt dies auch einen Zauberknoten, da man ihn wie von Zauberhand wieder lösen kann, wenn man am Faden zieht. Ich zeige es nochmals. Ich lege den Faden vor mich auf den Tisch, dann nehme ich den Fadenanfang und lege eine Schlinge mit dem Faden. Die Schlinge lege ich anschließend auf den Faden in Richtung der Garnrolle. Nun halte ich mit einer Hand den Fadenanfang und mit der anderen Hand ziehe ich am Faden, der unter der Schlinge liegt.